Ich bin im Sommer 2020 nach Malta verreist und habe mir neben Valletta auch die Insel Gozo und Comino angeschaut. Für mich war es die perfekte Mischung aus Sightseeing und Badeurlaub. Malta befindet sich inmitten des Mittelmeers, südlich von Sizilien und südöstlich von Tunesien und ist das kleinste EU-Mitglied. Es hat über 525.000 Einwohner, davon sind über 20% andere Staatsbürger. Das Land ist erzkatholisch und hat gleichzeitig mit dem Malti den einzigen arabischen Dialekt Europas. Neben den über 300 Sonnentagen im Jahr und dem sehr sauberen Wasser ist Malta auch für seine englischen Sprachschulen, den impulsiven Nightlife und den unzähligen Yachten in den Häfen bekannt. Gleichzeitig ist Malta bei den Auswanderern eine beliebte Destination, da es hier viele gut bezahlte Jobs in der Gaming- und Casino-Branche gibt und es Unternehmen ein attraktives Steuermodell bietet. Valletta ist die kleinste Hauptstadt der Welt. Trotzdem imponiert die UNESCO-Stadt mit den zahlreichen Bauwerken des maltesischen Ritterordens. Was die Gastronomie angeht, hat Valletta viel zu bieten. So habe ich einen wundervollen Abend dort genossen. Die Tische wurden mitten in der Fußgängerzone errichtet, sehr schön beleuchtet und kleine Bands sorgten für Unterhaltung. So kann man die unglaublich schöne Stadt bei einem Glas Wein in den schönen Gassen auf sich wirken lassen. Einer der wohl bekanntesten Spektakel auf Malta sind die 12 Uhr mittags Salutschüsse im Upper Garden. Der Lower Garden ist mit dem Upper Garden verbunden und bietet einen wunderschönen Blick auf den Grand Harbour und den Denkmal von Sir Alexander Ball. Das Zeugnis der 164 Jahre langen britischen Herrschaft kann man überall sehen, egal ob es die roten Telefonhäuschen sind oder die Antiquitäten im Kriegsmuseum. Was Malta so besonders macht, ist die malerische Architektur, die von vielen verschiedenen mediterranen Kulturen und der britischen Architektur im Laufe der Geschichte beeinflusst wurde. Typisch maltesisch sind die in gelblich-Kalkstein errichteten Häuser mit charakteristischen bunt geschlossenen Balkonen. Diese sind geschützte Logenplätze, von denen man aus das Geschehen in den Straßen beobachten kann. Der Tritonenbund befindet sich direkt vor dem Stadttor Vallettas und ist einer der wichtigsten modernistischen Wahrzeichen Maltas, welche jeden Besucher der Hauptstadt mit seinem imposanten Aussehen begrüßt. Die maltesische Küche hat viel zu bieten. Die vielen kulinarischen Einflüsse aus der arabischen, italienischen und britischen Küche sowie die fischreichen Gewässer haben die maltesische Küche geprägt und viele köstliche Speisen kreiert. So zählen zu den typischen Speisen Maltas die Pastizzi, eine Teigtasche mit Ricotta oder Erbsenfüllung, und das Stufat Talfenik, welches ein traditioneller Kaninchen-Eintopf ist. Neben diversen Fleischgerichten bietet die maltesische Küche auch viele leckere vegetarische Gerichte an. Bestimmt hast du auch schon mal diese Stadt als Schauplatz in einigen Filmen und Serien gesehen. Medina ist die Stadt der Stille und ist die ehemalige Hauptstadt Maltas und lockt jedes Jahr nicht nur tausende Besucher an, sondern auch große Filmproduktionen durch ihr einzigartiges Aussehen. Die prächtige Kathedrale sowie die schmalen mittelalterlichen Gassen und die autofreie Kulisse verleiht der ummauerten Stadt einen romantischen Charme. Hier befindet sich auch das Café del Museum. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist Popeye Village. Das Minidorf wurde 1980 für den Musicalfilm Popeye mit Robbie Williams errichtet. Ursprünglich sollte die Kulisse nach der Produktion wieder abgerissen werden, doch heute ist das Dorf eine Sehenswürdigkeit zum Anfassen geworden. Du kannst das Dorf besichtigen, die Veranstaltungen dort besuchen oder die Bucht einfach nur als Badeort nutzen. Popeye Village ist eine Reise wert und für Familien der perfekte Ausflugsort. Der Ferienort Slima an der Ostküste Maltas ist bei Touristen wegen seiner zentralen Lage sehr beliebt. Es gibt dort viele Hotels und Restaurants, wodurch es den Gästen an nichts fehlt. Zudem kann man mit dem Bus oder auch mit der Fähre schnell nach Valletta reisen. Gleichzeitig haben sich diverse Unternehmen im Bereich der eigenen Industrie dort angesiedelt.
Das legendäre Partyviertel Piespe bietet alles, was der Tourist braucht. Unzählige Clubs und Bars, Hotels und Casinos und vieles mehr. Das wunderschöne Fischerdorf Maserschlock darf wohl in kein Fotoalbum fehlen. Die traditionell bunten Fischerboote, die Fischrestaurants und der große Markt laden seine Besucher zu einem unvergesslichen Tagestrip ein. An den Uferpromenaden von Maserschlock findet jeden Tag ein Markt statt. Hier bieten Verkäufer frisch gefangenen Fisch, Souvenirs und Kleidung an. Ein kleiner Tipp von mir, sei möglichst früh dort. Ich habe noch nie ein so buntes Dorf gesehen, das gleichzeitig so viele Boote im Hafen hat. Römische Bäder oder Fangadier erlauben es an der felsigen Küste in Slima direkt im Meerwasser zu baden. Ein absolut einzigartiges Badeerlebnis und ein Reisetipp für jeden. Hierzu kommen mehrere Theorien zu der Entstehung der Pools. Einige glauben, dass diese erst im 16. Jahrhundert entdeckt worden sind und andere behaupten, dass die Briten diese im viktorianischen Zeitalter zum Baden in den Felsen geschlagen haben. Egal ob Planet Hollywood oder auch Popeye Village, überall sieht man, dass Malta ein wichtiger Ort für die Filmindustrie ist. Und wer einmal auf Malta war, für den ist sofort klar, dass die unzähligen historisch erhaltenen Städte, Befestigungsanlagen und die Nähe zum Meer dem Filmbusiness günstige und wunderschöne Aufnahmen ermöglichen, ohne dass dafür erstmal alles künstlich nachgebaut werden muss. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abonnieren von dir sehr freuen.